Hallo. Ordner und Unterordner kann ich über das Plus-Symbol anlegen. Ich vergebe einen Namen, klicke auf Speichern und habe in dem Ordner, in dem ich das Plus aufgerufen habe, einen Unterordner angelegt. Ich könnte jetzt weitere Unterordner anlegen oder alle Objekte, die ich über das Plus erreichen kann. Ein besonderer Ordner ist der Ordner Vorlagen. Der Text, der Textdokumente, die sich in diesem Ordner befinden, können als Textbausteine in andere Textdokumente im System eingefügt werden. Eine Funktion, die im Prinzip allen Ordnern zur Verfügung steht, beim Anlegen oder beim Bearbeiten, ist die Markierung als Projektordner. Habe ich einen Ordner als Projektordner oder kurz als Projekt markiert, wird er mit diesem roten Kettensymbol hervorgehoben. Der Effekt ist, dass solange ich mich in diesem Ordner, in diesem Projekt oder in einem der Unterordner befinde, zu diesem Projekt gehörige Termine und Nachrichten auf der rechten Seite angezeigt werden. Die entsprechenden zugehörigen Termine und Nachrichten werden mit diesem roten Kettensymbol auch auf der rechten Seite markiert. Ebenso habe ich die Möglichkeit, Suchen nur auf das Projekt, in dem ich mich gerade befinde, einzuschränken. Wann ist eine Nachricht oder ein Termin für ein Projekt relevant? Eine Nachricht oder ein Termin ist genau dann relevant, wenn der Termin ein Attachment hat, sich also auf ein Objekt bezieht, was entweder in einem der Unterordner des Projektes liegt oder das Projekt selber ist. In diesem Beispiel habe ich also der Nachricht einen Projektplan angehängt. Der Projektplan liegt in einem Unterordner des Projektes. Daher erscheint die Nachricht auf der rechten Seite, wann immer ich mich in diesem Projekt befinde. Verlasse ich das Projekt? Verschwindet auch die Nachricht auf der rechten Seite. Gehe ich in das Projekt zurück, das jetzt auch hier mit einem Kettensymbol markiert ist, wird auf der rechten Seite die Nachricht wieder erscheinen. Vielen Dank.